Seit die Flüchtlinge im Asylantenheim in Hellersdorf eingezogen sind, ist die Lage im Kiez besorgniserregend. Nach wie vor sprechen die meisten Anwohner nur ungern über die Situation vor Ort. Wir trauen uns nicht, den Mund aufzumachen, weil wir Angst haben, dass wir dann irgendwann ein Messer am Kreuz haben. Also ich weiß von der Kaufhalle Kaiser, dass da Diebstahl war. Der Security ist überfallen worden. Ich habe hier noch nicht mitgekriegt, dass irgendwie Kriminalität hochgegangen ist oder so. Also ich habe da jetzt nicht gegen. Ich finde es nur blöd, dass sie das halt über den Kopf hinweg entschieden haben. Keine richtigen Auskunft immer. Inzwischen räumt der Bezirk die Fehler ein. Die Anwohner hätten rechtzeitig per Brief informiert und in persönlichen Gesprächen auf die neue Situation vorbereitet werden müssen. Wir haben unterschätzt, dass die NPD dieses Thema so massiv aufgreift und damit also, sag ich mal, den Fragen und Befürchtungen von Anwohnerinnen und Anwohnern einen politischen Resonanzraum gegeben hat, der ja diesen rassistischen Äußerungen Vorschub geleistet hat. Angesichts des anhaltenden Flüchtlingsstroms nach Berlin sind daher in Zukunft Transparenz und Offenheit gefordert, damit sich die Vorfälle in Hellersdorf nicht auch in anderen Kiezen wiederholen.